Es ist definitiv kein Mainstream-Hobby, aber ein Hobby, das seine Enthusiasten oft ihr ganzes Leben lang begleitet. Modellbahnzüge, genauer Modelldampfeisenbahnen. Im Rahmen des Parkfestes treffen sich Gleichgesinnte seit mehreren Jahren bei einem Echtdampftreffen, um sich dort über ihr Hobby auszutauschen und gemeinsam Schaffner zu spielen. So zum Beispiel auch Karl-Heinz, der sich seit er klein war für Modellbahnen interessiert. Ja, ich bin hier mit Karl-Heinz, enthusiastischer Dampflokomotiven-Liebhaber, sag ich mal, Modelleisenbahn. Was ist das Faszinierende an Modelleisenbahnen in dieser Bauart? Ja gut, wir fahren ja nicht nur Modelleisenbahnen, sondern wir fahren ja Modelleisenbahnen mit Dampfantrieb. Also so, wie man es früher kennt, die elektrische Eisenbahn im Kinderzimmer, das ist nicht unsere Welt, sondern wir fahren ausschließlich so, wie die Lokomotiven früher mal angetrieben wurden, mit Dampf. Und das ist genau das, was es eben ausmacht. Was ist da das Besondere? Auf was muss man achten? Wie ist da die Technik? Die Technik ist so, wie sie vor 100 oder 150 Jahren war. Man fährt mit Feuer und Wasser und das Feuer macht das Wasser zu Dampf und der Dampf gibt seine Leistung dann eben an die Kolben von der Maschine ab und damit fährt man. Das ist das Urprinzip der Eisenbahn. Und was fasziniert Sie so daran? Die Faszination ist, man stellt nicht einfach die Lok aufs Gleis und fährt, sondern man muss sich um die Maschine kümmern. Man muss gucken, dass genügend Wasser drin ist, dass genügend Brennstoff da ist. Man muss sie abschmieren, sie muss geölt werden. Man muss einfach danach gucken, man ist beschäftigt. Wie sind Sie zu diesem Hobby gekommen? Es war vor 18 Jahren auf einer Modellbahnausstellung, habe ich das gesehen. Das nannte sich damals das erste Echtdampfhallentreffen. Das war in der Messe Sinsheim. Da ist der Dampfvirus an mich übergesprungen und seitdem bin ich dabei. Auf welche Art von Spur fährt jetzt die Bahn? Das ist ja keine so ganz kleine, wie man sie von vielen Modellbahnen kennt. Das ist die Spurweite 2M, 45 mm. Auch bekannt unter der LGB-Spur. Die Firma LGB hat vor vielen, vielen Jahren eben mal diese Spurgröße ins Leben gerufen. Vom Maßstab her befinden wir uns im Maßstab 1:22,5. Gibt es bei diesen Modelllokomotiven dann auch Originalnachbildungen von historischen Fahrzeugen? Haben Sie welche da vielleicht sogar? Es gibt Nachbildungen von historischen Fahrzeugen. Ja, und zwar... Das ist also eine Originalmaschine, das ist die württembergische TSSD, die ist auf vielen Schmalspurbahnen im Württembergischen gefahren. Ein Exemplar, die 99633, so wie sie hier steht, gibt es noch und die fährt auf der Museumsbahn beim Öxle. Das ist im Schwäbischen bei Ochsenhausen. Jetzt sehe ich, das Hobby braucht natürlich viel Platz. Wie setzen Sie das zu Hause um? Ich habe eine eigene Strecke im Garten, etwa 70 Meter, aber da kann man mal fahren. Aber so richtig Spaß macht es hier in der Gemeinschaft. Deswegen treffen wir uns einmal im Jahr hier in Ludwigshafen zum Parkfest Echtdampftreffen, wo wir diese Modulanlage eben aufbauen und uns dann mit vielen Leuten aus zum Teil auch über 200, 300 Kilometer Entfernung hier, um eben gemeinsam zu dampfen.